präsentieren hier auf der NAB die DVB-T Micro-HDTV-Kamera, was eine Weiterentwicklung unserer sehr kompakten HDTV-Kamera ist. Wir können verschiedenste Auflösungen, 720p 50 bis p 60 bis hinauf zu 1080p 30 fahren. Das Besondere an der Kamera ist, dass sie zusätzlich über einen eingebauten H264-Encoder verfügt. Dieser ermöglicht es uns, auf den Ausgängen einen H264-codierten Transportstream auszugeben, bekannt als ASI-Transportstream. Und die DVB-T-Version übermittelt dies eben auch über Funk, um eben unabhängig zu sein von Kabeln. Wir zeigen jetzt hier einen Prototypen. Im Labor ist er schon funktionsfähig. Wir rechnen damit, dass er im Sommer verfügbar sein wird.